Wer hat noch nie davon geträumt, mit einem Schiff nach einer kleinen, einsamen Insel zu segeln? Besonders im Zeitalter der Atombombe. Wir wollen einen solchen Traum erleben, der in London beginnt. Im Hause des ehrenwerten Mr. Bramwell, zur Stunde des 5 o'clock tea. Ihr Tee, Mr. Bramwell. Der Erbe aus New York wartet auf Sie. Der Amerikaner? Jawohl. Wir dürfen den Herrn nicht warten lassen. Wir müssen ihn gleich empfangen. Bitte, er soll hereinkommen. Wollen Sie bitte eintreten? Herr Laurel, nicht wahr? Nein, ich bin Oliver Hardy. Ich bin der Schatzmeister von Herrn Laurel. Aber wo ist denn Herr Laurel? Oh, ich werde Sie mit Herrn Laurel bekannt machen. Ah, Herr Laurel, wir haben lange nach Ihnen gesucht. Erlauben Sie, meine Herren, das sind die Rechtsvertreter Ihres verstorbenen Onkels aus Frankreich und Italien. Schatzmeister Hardy, Monsieur Bonfoy, Herr Laurel, Signor Poltroni. Signor Poltroni, Herr Hardy. Monsieur Bonfoy, Herr Laurel. Ich heiße Bramwell, Herr Hardy. Wenn es recht ist, meine Herren, kommen wir zum Geschäftlichen. Yeah. Oh, danke, Stanley. Wie viel Millionen beträgt die Erbschaft? Als Amerikaner sind Sie gewiss kein Freund von Formalitäten, nicht wahr? Bei uns gilt das Sprichwort, zuerst kommt die Arbeit und dann das Vergnügen. So. Gestatten, bitte. Danke vielmals. Sprechen Sie weiter. Es wäre wirklich zweckmäßig, wenn wir jetzt zum Geschäft kämen. Ihr Onkel war etwas sonderlich. Er hatte eine Aversion gegen die Banken. Ihr Onkel schätzte nur das Bargeld. Das wär's. Was ist das? Banknoten. Geld natürlich. Geld, sehr viel sogar. Eine beträchtliche Summe. Italienische Lire. Französische Franc. Und selbstverständlich englische Pfunde. Stanley? Herr Laurel, bevor das Geld in Ihrem Besitz übergeht, müssen noch einige Abzüge vorgenommen werden. Unsere Spesen und Honorare. Abwertung und Amortisation. Kursschwankungen, Repräsentationsgelder und ein paar kleine, unwesentliche Abzüge. Meine Herren? Hier ist die Quittung, Herr Laurel. So, meine Herren, darf ich jetzt... Augenblick, da ist noch eine Kleinigkeit zu regeln. Was denn noch? Die Steuern. Um Zeit zu sparen, haben wir Ihre Steuern bereits bezahlt. Diese und unsere Honorare dafür erlauben wir uns abzusetzen. Es handelt sich um Einkommensteuer, Erbanfallsteuer, Erbantrittssteuer, Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer, Junggesellensteuer, Aufwand- und Autobahnsteuer. Die üblichen kleinen Abzüge. Meine Herren? Onkel hätte mir lieber die Steuern vermachen sollen. Ist das alles, was wir kriegen? Aber Sie erben ja außerdem noch eine Insel. Eine Insel? Oui, Monsieur. Und eine wunderschöne Yacht. Eine Yacht? Jawohl, die Yacht liegt auf der Rede. Sehen Sie hier, in Marseille, in Frankreich. Und die Insel liegt hier in der Südsee. Ja. Du, das ist eine großartige Sache, Olli. Klingt wirklich fantastisch. Aber sagen Sie, wie viel Steuern wird das kosten? Keine, die Insel ist absolut steuerfrei. Bitte Ihr Geld. Bitte die Schiffspapiere. Die Eigentumsurkunde für die Insel. Damit sind Sie alles los. Ich meine alle finanziellen Sorgen. Meine Herren, ich empfehle mich. Oh. Komm, Stanley.
kannst du nicht aufpassen, Tölpel. So, das wär's. Wir haben es hier festgemacht. Ihre Schiffspapiere. Danke. Dazu brauchen wir aber eine Mannschaft. Wozu eine Mannschaft? Das mache ich alles selber. Gehen wir an Bord. Verzeihen Sie, meine Herren, die Hafengebühr. Oh, wie viel? 120. Oh, hui. Vielen Dank. Und gute Fahrt. Merci beaucoup. Oh, bitte. Viel Vergnügen. Danke. Ein Glück, dass er nicht auch noch Steuern für die Liegegebühren verlangt hat. Vielen Dank, dass Sie mich darauf aufmerksam machen. Ich hatte es nämlich vergessen. Danke. Herr, Monsieur! Oh, danke, das ist viel zu viel, mein Herr, viel zu viel. Keine Ursache. Warum musst du auch deine große Klappe aufreißen? Ich wusste nicht, dass er das Geld nimmt. Komm jetzt endlich, wir sehen uns das Boot an. Kannst du nicht aufpassen, wo du hintrittst? Ich bin hinten blind. Ach, sowas fühle ich. Ich will mir das mal ansehen. Ich habe nicht gewusst, dass Sie hier unten wohnen. Jetzt sind Sie aber weg. Was hat er gesagt? Es war etwas sehr Unanständiges. Steh auf. Regnet es? Nein, es schneit. Du, guck mal. Was ist das? Das ist ein Rettungsschlauchboot. Für vier Personen. Da gehen doch niemals vier Personen hinein. Ach, davon verstehst du nichts. Darin ist ein Behälter mit komprimierter Luft. Wenn du das Ventil öffnest, pumpt es sich von selbst auf, sodass vier Mann darin Platz haben. Und wo bleibe ich? Unverschämt, so dick bin ich nicht. Und habe ich mich nicht immer um dich gekümmert? Naja, Undank ist der Weltlohn. Ich wollte dir keinen Schmerz zufügen. Olli. Olli. Juhu. Leg deine Schlangenhaut ab und hole die Ladung an Bord. Wo bleibe ich? Und wo bleibe ich?
vertrödel nicht so viel Zeit. Wirf's mir rüber und ich verstaue es hier. Was ist denn das? Was ist hier los? Da ist ein Mann in dem Käfig. Ich wette, das ist wieder Antoine. Der Kerl ist verrückt. Ich bin ein Orangutan. Er ist ein Staatenloser. Ein was? Ein Mann ohne Staatsangehörigkeit. Oh, er ist ein anständiger Kerl, aber kein Land nimmt ihn auf. Er lässt ihm nichts unversucht. Komm raus, Antoine. Wissen Sie nicht, dass es verboten ist, ohne Pass an Land zu gehen? Los jetzt! Eine Kiste Konserven. Eine Kiste Konserven. 24 Platten Sperrholz. Sperrholz. 24 Platten Sperrholz. 24 Platten Sperrholz. 24 Platten Sperrholz. Ein Sack Zucker. Ein Sack Zucker. Eine Kiste Dosenfleisch. Eine Kiste Dosenfleisch. Noch eine Kiste. Oh. Pech gehabt. Mach schon. Wie lange willst du uns noch auf die Nerven fallen? Los, verschwinde hier. Aber das möchte ich doch gern. Hör mal zu. Du bist doch ein guter Maurer. Such dir doch in deiner Heimat Arbeit. Ich bin doch Emigrant. Dann emigrier doch nach Italien. Soll wohl ein Witz sein. Ich kann doch nicht in meine eigene Heimat auswandern. Das mag sein, aber merk dir, du wirst Marseille nicht als blinder Passagier verlassen. Hm. Verrückte Welt. Wieso? Den einen Mann lassen wir nicht vom Schiff runter, den anderen Mann lassen wir nicht drauf. Und die zwei könnten so gut miteinander tauschen. Guten Morgen, Jungs. Was sagst du? Ich habe kein Wort gesprochen. Hallo, Jungs. Macht ihr eine Ferienreise? Wir fahren in die Südsee. Hin und zurück? Das ist eine lange Fahrt. Wir kommen nicht zurück. Wir besitzen dort eine schöne Insel, wissen Sie. Nicht wahr, Olli? Ja. Wie kriege ich eigentlich den Motor in Gang? Mit einem Mechaniker. Wir können uns keinen leisten. Wir sind völlig pleite. Das Finanzamt braucht unser Geld für sich. Keine Sorge, ich schicke euch einen Mechaniker, der euch keinen Pfennig kostet. Ich weiß einen Weg. Was, den wieder in den Käfig? Nein. Siehst du den Kahn? Da sind zwei Verrückte. Dem gehört eine Insel in der Südsee. Du kannst mitfahren. Ja, aber... Da brauchst du keinen Pass, um an Land zu gehen. So, hier. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Alles Gute, Antoine. Vielen Dank. Guten Morgen, Stanley. Guten Morgen, Olli. Wo sind wir? Wir sind hier, genau hier. Hier sind wir falsch. Wir müssen den Kurs ändern.
Du musst den Kurs halten. Du kannst nicht essen. Aber ich hab Hunger. Ich hab mehr Hunger. Du Egoist. Dein Hut. Oh, danke. Weißt du nicht, was ich gehört auf einer Yacht? Stanley, ist das nicht wundervoll? Die See, die Sonne, die Sterne und du und ich allein auf dem schwankenden Boot. Wie meinst du das allein? Er ist doch auch hier. Ja, natürlich, Antoine. Ist unser liebster, allerbester Freund. Ja. Und wir werden stets alles mit ihm teilen. Vielen Dank. Vielen Dank. Öffne das Oberlicht, Stanley, damit die gute Seeluft herein kann. Hör mal, du musst dir eine Brille kaufen. Das Fenster ist schon offen. Wenn wir auf der Insel sind, gehst du am besten zu einem Optimisten. Brötchen und Butter. Und als Hauptgericht wird Ihnen Antoine eine Spezialität präsentieren. Kalbskotelett. Garniert. Hört sich gut an. Das wird sicher ganz großartig schmecken. Ich liebe Kalbs... Antoine, Sie geben doch sicher als alter Koch eine Prise Knoblauch an. Ja, aber nur ein winziges bisschen. Ein Mann, der seinem Freund das Essen stiehlt, ist der gemeinste Mensch der Welt. Das finde ich auch. Ich kann nur hoffen, Stanley, dass dir das Brötchen auch geschmeckt hat. Wie kann es mir schmecken, wenn du es mir gestohlen hast? Ich hab's gestohlen. Du hast es gestohlen. Was glauben Sie, wie glücklich ich bin, zwei Freunde wie Sie gefunden zu haben? Wir müssen darauf anstoßen. Auf die Gesundheit. Auf die Freundschaft. Freundschaft. Auf die Freundschaft. Trinken wir noch einen, ja? Auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Ich trinke auf Ihr Wohl. Mit Freunden kann man Pferde stehlen, nicht wahr? Nein, lieber stehle ich allein. Oh, das Kotelett ist gar. Setzt euch, meine Lieben. Antoine serviert nun seinen Freunden sein Meisterstück.
Was soll das bedeuten? Du weißt, was das bedeutet. Ich will mein Kotelett zurückhaben. Ich hab's jetzt gründlich satt. Hast du nicht alle Tassen im Schrank? Du willst mein Kotelett, nachdem du deins gegessen hast? Ich bitte um Verzeihung. Schäme dich. Augenblick! Wo ist meine Kartoffel? Hör zu, Olli. Wenn du glaubst, ich hätte dein Brötchen und deine Kartoffeln gegessen und deinen Wein getrunken, dann wieg mich. Wenn du es nicht getan hast, wer sonst? Sie können uns damit nicht einschüchtern. Als Admiral dieses Schiffes befehle ich Stanley, Sie in Ketten zu legen. Was habe ich verbrochen? Sie haben meine Kartoffeln gestohlen. Und mein Brötchen, den Wein und das Kotelett. Übrigens, Stanley, wer steuert jetzt das Boot? Oh, ich habe das Steuerrad auf unserem Kurs festgebunden. Es kann nichts geschehen. Na endlich, Stanley, gebrauchst du einmal deinen Verstand. Danke, Olli. Den werde ich jetzt öfter gebrauchen. Was war das? Der Motor geht nicht mehr. Sie sind Mechaniker, sehen Sie nach. Um die Wahrheit zu sagen, ich bin gar kein Mechaniker. Der Kapitän hat Ihnen das bloß erzählt, um mich loszuwerden. Wie gewöhnlich. Ich muss mich wieder selber um alles kümmern. Komm mit an Deck und hilf mir. Helfen wobei? Los, stehe dich auf Deck. Und diese Angelegenheit regeln wir später. Was kann dem Apparat fehlen? Braten ist zwecklos. Wir müssen ihn auseinandernehmen und selber nachsehen. Jetzt kannst du deinen Kopf gebrauchen. Mein Kopf wozu? Als Kegelkugel, das scheint das Beste für dich. Eine mit so einem Loch drin. Ganz genau so eine. Los, geh mir zur Hand. Lass dir das eine Lehre sein. Olli. Was ist? Der Tank ist leer, glaube ich. Das hättest du gleich sagen können, du Pinsel. Gib mir die Teile, ich will sie zusammensetzen. So, jetzt bleibt uns nur noch unser Segel. Wenn ich Signal gebe, ziehst du. Ja, seid ihr wahnsinnig? Ich hätte mir beinahe den Arm gebrochen. Erlauben Sie, was machen Sie auf unserem Boot? Sie haben ja nichts zu suchen. Ich verbitte mir das. Ich bin ein blinder Passagier. Wusstest du, dass ein blinder Passagier mitfährt? Wissen Sie nicht, meine Herren, dass ich als blinder Passagier das Recht habe, auf jedem Schiff mitzufahren. Aber ich habe mir nun mal dieses ausgesucht und nun müssen Sie kommen und alles verderben. Wir wollten das Segel setzen, weil eben unser Motor kaputt ist. Na, dann müsst ihr ihn eben reparieren. Das wollten wir auch, aber er fiel in die See. Blum. Ah, Maledetti, da muss ich als blinder Passagier ausgerechnet auf ein Boot kommen, das von zwei Trotteln geführt wird, die den Motor in die See fallen lassen. Ausgerechnet in die See, ja. Es scheint, er ist beleidigt. Was ist denn los? Was ist passiert? Wir haben einen blinden Passagier. Das ist Antoine, der Koch. Giovanni Coppini. Freut mich. Und das ist Stanley. Angenehm.
sehr angenehm. Kannst du denn nicht aufpassen? Ach, Schluss jetzt! Wir haben kein Fett zu verlieren. Pass die Leine an. Setz das Großsegel. Nun macht schon. Der Dicke auf die andere Seite. Ja, da braucht man Muskeln, um ein Segel zu setzen. Nun gehen Sie schon rüber. Jetzt alle zugleich. Hau, ruck! Hau, ruck! Hau, ruck! Bisschen schneller, Dicker! Hau, ruck! Hau, ruck! Hau, ruck! Sagen Sie, kommen Sie nicht zum Essen? Was heißt hier Essen? Wo sind meine Hosen geblieben? Ich habe sie hier zum Trocknen hingelegt. Die können doch nicht einfach weg sein. Hey, das Boot macht Fahrt. Ihr habt... Ich sehe schon die Insel vor uns liegen. Palmen. Und Blumen, und die Sonne wärmt uns, und der Regen wäscht uns. Es gibt Sturm, wir müssen die Segel einholen. Ja, es sieht direkt nach Schlechtwetter aus. Ja, sowas ist mir noch nicht passiert. Ja, haben wir einen Blitzableiter? Der nützt nichts. Ich hole das Rettungsschlauchboot. Come on!
Ich kann nicht mehr. Hilfe! Hilfe! Dick und doof wären, das heißt, dick dürfen wir ja sein, dann wären wir bestimmt geneigt zu glauben, dass diese Insel, die hier aus dem Meer emporgestiegen ist, die geerbte Insel sei. Sie ist es aber nicht. Diese vulkanische Erscheinung ist ein Atoll. Eine Insel! Wir sind auf einer Insel! Stanley, wir sind auf... Eine Insel! Guck doch mal! Na, guck doch mal! Mir ist zu blümerant, um zu gucken. Ach! Oh, sieh mal! Oh, Junge. Das ist ein Atoll. Ich weiß, es ist ein Atoll. Komm, los. Nur du musst aufpassen, dass du nicht versinkst. Vorsicht. Es ist alles fester Boden, mein Lieber. Gib mir doch den Koch, bitte. Ja, sofort. Hol deinen Topf und besorgt Holz. Mach dein Feuer für die Fischstufe. Vergiss aber nicht, Knoblauch hineinzutun. Keine Sorge, ohne Knoblauch keine richtige Fischstufe. Der Kahn sieht gar nicht so schlimm aus. Noch ganz gut in Ordnung. Antoine, wann gibt es was zu essen? Wenn Sie was essen wollen, müssen Sie erst Feuer machen. Und du machst die Fische fertig. Du holst Papier und ich hol Holz. Ja. Olli. Ja? Halt das mal, ja? Hier ist viel Platz, hier kann man viele Häuser bauen. Ja, wenn der Grund nicht zu teuer ist. Wie sollen wir uns jetzt hier weiterhelfen? Es war einmal ein Schiffbrüchiger, der hatte die gleichen Sorgen. Hör zu. Robinson Crusoe wurde in der Stadt York geboren. Sein Vater wollte ihn Rechtsanwalt werden lassen. Aber der junge Crusoe wollte zur See. Unsere vier Schiffbrüchigen traten also in die Fußstapfen ihres berühmten Vorgängers Robinson Crusoe. Oh, verzeiht. Nur, dass sie sich dabei der letzten Errungenschaften der modernen Landwirtschaft bedienten und so den fruchtbaren Boden im Handumdrehen urbar machen konnten. Mutter Natur sorgte reichlich für frisches Wasser.
Mensch und Natur machten sich an die Arbeit. Und in kurzer Zeit wurde aus einem nackten Stück Felsen ein kleines Paradies. Wochen, Monate, Jahre sind inzwischen vergangen. Und unsere Helden haben sich aus den Resten ihres Schiffes Häuser gebaut und wohnlich eingerichtet. Sogar ein Haustier haben sie sich angeschafft. Oskar! Oskar! Die Insel ist zu einem wahren Garten Eden geworden. Aber ein Garten Eden ohne Eva, das ist doch langweilig. Was tun, spricht Zeus, wie kommen wir zu einer Eva? Vielleicht kann uns Stanley helfen. Jawohl, er hilft uns auch. Fliegen wir mit dem Stein über das weite Meer. Und wo landen wir? In Papeete, der Hauptstadt von Tahiti. Und da ist auch schon unsere Eva. Verzeihung, Cherie L'Amour. Na, ist das ihr Typ? Ein bisschen nervös, aber nett. Sie hat auch allen Grund, nervös zu sein, denn sie will heute heiraten. Und außerdem soll sie gerade vorsingen, weil sie engagiert werden möchte, in der Kakteenbar. Das ist der Besitzer. Und jetzt wollen wir uns mal ihren Bräutigam ansehen. Das ist er nicht, das ist der Standesbeamte. Aber jetzt kommen wir zum Bräutigam, dem Leutnant Fraser. Zunächst zu seinem Fuß. Er ist auch nervös. Wie spät ist es? Es ist gleich 12. Wenn Sorgen dich heut plagen, nützt nicht Likör, nicht Bier. Doch sollst du nicht ertragen, dann komm zu mir. Ich bin, drum hat mich jeder gern, die erste Hilfe aller Herren. Hast du ein Herz, das traurig und allein ist, lass mich nur machen, dann wird es lachen. Ich tröste jeden Herrn, wenn's auch nicht fein ist, lass mich nur machen und komm zu mir. Hast du zu Hause einen schlimmen Drachen, lass mich nur machen, ich kenn die Sachen und möchte dich auf Schritt und Tritt bewachen. Lass mich nur machen, ich helfe dir. Ich mache durch Musik leicht ein Glück und du wirst es dann sehen. Da gibt es kein Zurück, dieser Musik kann keiner dann widerstehen. Durch dieses Lied wird deine Frau gleich zärtlich. Lass mich nur machen, ich zähm den Drachen. Sie nimmt dein Angebot dann nicht zu wörtlich. Oh, lass mich machen, vertraue mir. Drum lade ich heute dich zärtlich ein. Heut Abend noch mein Gast zu sein. Ach, Liebling, ich bin so überglücklich. Und deshalb lässt du uns eine Dreiviertelstunde warten. Aber du wirst dich doch wegen der paar Minuten nicht ärgern. Und so fing die Hochzeit an. Etwas stürmisch, aber herzlich. Der Standesbeamte versuchte zu retten, was zu retten war. Auch der Bräutigam war zärtlich um sie bemüht. Sie hat ihm noch was zu sagen. Der Standesbeamte spricht über die Ehe und sie spricht über ihr Engagement. Das ist dem Standesbeamten zu viel. So, jetzt scheint es aber wirklich anzufangen. Nein, es fängt nicht an. Der Bräutigam hat auch noch etwas zu sagen. Ziemlich viel sogar. Ob er moralische Bedenken hat? Der Standesbeamte möchte das auch gerne wissen. Hören wir mal zu. Du willst nach unserer Heirat deinen Beruf weiter ausüben? Natürlich. Was dachtest du denn? Du bist doch ewig auf See.
Wie stellst du dir das vor? Soll ich dir vielleicht hinterher schwimmen? Unfug. Ich möchte aber nicht, dass meine Frau während meiner Abwesenheit arbeitet, noch dazu als Animierdame in einem Bumslokal. Oh, was sagst du? Animierdame in einem Bumslokal? Wofür hältst du mich eigentlich? Ich bin eine Künstlerin, Herr Standesbeamter, ich habe Gold in der Kehle. Hören Sie sich das an? Ja. Gut, dann sind wir geschiedene Leute. Du bleibst dabei? Dann muss ich gehen. Da haben wir die Bescherung. Wer hätte das gedacht? Aber sie lässt nicht locker. Das ist selbst für einen Beamten zu viel. Na bitte. Ich erwarte dich morgen Abend in der Kakteenbar. Wenn du nicht kommst, ist es aus. Jack, Liebling. Can you guess just how much I adore you? How I long for you, sweet embrace? Can you guess all the love that I feel for you? Fills my heart with such bliss when we meet in a kiss. Can you guess how I love to be near you? How I feel at each tender caress. All the songs that poets sing can't describe that precious thing and the love that I want to express. Only you can guess. My window looks upon the square. When I'm alone, I hear the feet of people passing in the street. But for tonight, no sound is there. Come close to me and hold my hand. I can hear your heart beating here and feel the touch I love so much. And our delight fills all the night. Can you guess just how much I adore you? How I long for your sweet embrace? Can you guess all the love that I feel for you? Fills my heart with such bliss when we meet in a kiss. Can you guess how I long to be near you? How I sweet at each tender caress. All the song that poets sing can't describe that precious thing and the love that I want to express. Only you can guess. Wo ist er? Schon auf See. Wann geht Ihr Schiff, Kapitän? Freitag, warum? Nehmen Sie mich mit als Passagier. Ja, aber ich mache keine Vergnügungsfahrt. Das ist mir gleich. Ich will nur weg von hier. Ja, aber meine Frau ist doch an Bord. Hey, das kann gut werden. Und das wird auch gut. Der Freitag kommt und das Schiff fährt. Ein ausgesprochen schwarzer Freitag. Da haben wir die Frau des Kapitäns. Hübsch, aber streng. Sie hat die Hosen an. Sie wissen, wie ich es meine. Was hat sie bloß? Was gibt es da zu sehen? Natürlich unsere Insel. Das kann nicht anders sein. Der Film muss ja auch weitergehen, wie sich das für einen richtigen Film gehört. Irgendwie müssen wir wieder zu unseren Freunden kommen. Und das kommen wir jetzt. Diese energische Dame hat nämlich einen schrecklichen Plan. Jetzt wird's ernst. Raten Sie mal, wohin sie geht. Oh, wollen Sie auf Jagd gehen? Los, raus aus dem Bett. Ich weiß schon, warum Sie hier an Bord gekommen sind. Um mit meinem Mann zu possieren. Stehen Sie auf. Packen Sie Ihre 7 Sachen. Wollen Sie mich über Bord werfen? Nein, Sie werden auf einer Insel abgesetzt. Auf einer unbekannten Insel. Los jetzt. Aber ich sagte dir doch, sie ist nur an Bord gekommen, um Fraser eifersüchtig zu machen. Er ermordet mich, wenn er erfährt, dass ich sie auf einer einsamen Insel abgesetzt habe. Die brauchen Sie mir nicht zu sagen, oder? Was? Sagen Sie ihm, dass ich genau seinen Dickkopf habe wie er. Ich bringe sie rüber. Du bleibst hier. Sie fährt allein. Lass dir's gut gehen, Liebling. Hoppla.
Das hätte ins Auge gehen können. Und wir hätten keine Eva mehr gehabt. Schön, dass ihr kommt. Ich muss euch etwas fragen. Wo seid ihr so lange gewesen? Ich war unten am Strand und hab was zu essen besorgt. Hier? Ich war im Garten, jetzt. Und ihr habt nichts gesehen oder gehört? Nur die Wellen, sonst nichts. Warum? Das will ich euch verraten. Ich war vorhin unten bei der Lagune. Da hörte ich ein Schiff tudeln, oder es kam mir so vor. Ganz deutlich. Aber wie ich dann über den Berg war, war nichts mehr zu sehen. Da war es schon fort. Oh. Was war fort? Der Dampfer. Soll das vielleicht heißen, du hast einen Dampfer gesehen, ohne uns etwas zu sagen? Doch, ich sah ihn und winkte ihm zu. Aber er winkte nicht wieder und dabei... Hol mir schnell etwas zu trinken, sonst vergesse ich mich. Stanley hat die Dummheit für zwei. Das stimmt. Ein Mensch allein kann unmöglich so dumm sein. Oh, Verzeihung. Was ist denn mit dir los? Ich sah da eben etwas. Was meinst du damit? Ein Mädchen steht draußen in der Küche. Antoine, Sie hatten vorhin völlig recht. Ja, ja. Da ist sie. Guten Tag. Nun, guten Tag. Aber wie kommen die hierher? Ja, vielleicht durch Hexerei? So mit Simsela Bim? Nein, durch die Dummheit. Es tut mir leid, dass ich sie überfallen muss, aber sie wird mich wohl oder übel aufnehmen müssen. Es ist uns ein Vergnügen. Siehst du, ich hätte doch ein Gästehaus bauen sollen. Ist kein Quartier für mich da? Zerbrechen Sie sich darüber nicht, Ihr Köpfchen. Giovanni und Antoine wohnen ab sofort bei Stanley und mir. Und Sie wohnen ganz allein hier. Ja. Das ist wirklich reizend. Kommen Sie, Prinzessin, ich zeige Ihnen Ihre Gemächer. Ich glaube, hier wird es mir sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Und Sie brauchen sich nicht zu rasieren. Ich habe mein Taxi mit dem Gepäck unten am Strand gelassen. Die Herren sind so fein, ich bringe die Koffer Ihrer Hoheit aufs Schloss. Ehrensache. Ich danke Ihnen. Und was ist das für ein wundersames Gebilde? Das, Prinzessin, sind die sterblichen Überreste unseres Schiffes. Aha. Es war ein unvergesslicher Tag. Ich fand nämlich dieses Eiland. Es war eine grauenvolle Nacht. Dunkel, schwarz wie Pech. Dunkel wie die Nacht. Sie sahen die Hand nicht mehr hinterm Rücken. Es war so, Stanley. Da entdeckte ich in letzter Sekunde plötzlich diesen Hafen. Ich schwollte das Schiff mit dem Bug in die Wogen. Ich band mich am Steuerruder fest und lavierte es sicher auf dieses Riff. Und es ist nicht mehr dort wegzukriegen. Ich glaube schon, dass es sehr schwierig war, es dorthin zu bringen. Es stand in einem Buch. Nun kommen Sie, Hoheit. Buch. Eins, zwei, drei, das ist alles. Dankeschön. Stanley, hast du vergessen, dass wir Gäste haben? Meine Herren, wollen Sie sich's bequem machen? Danke. Meine Herren.
Stanley? Ja? Das ist meine Seite. Aber auf meiner Seite ist kein Platz mehr. Da bleibt nur eines. Wir müssen uns abwechseln. Während der Erste wacht, schläft der Zweite. Und wenn der Zweite ausgeschlafen hat, wird der Erste schlafen. Das ist ein sportlicher Vorschlag. Ich danke dir, Olli. Das ist eine gute Idee. Ich schlafe und wenn du aufwachst, dann schlafe ich wieder. Stanley, hast du nicht etwas vergessen? Ja. Hast du nicht etwas vergessen? Oh, gute Nacht, Olli. Entschuldige bitte. Du hast vergessen, die Kerze auszumachen. Aber du sagtest doch, du... Stell dich nicht so an, Egoist. Olli. 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 Hast du ausgeschlafen? Nein! Sei bitte. Ich werde heute ein wunderbares Omelette aus Möweneiern auf den Tisch zaubern mit pikanten Gewürzen. Omelette? Ha! Ich werde für Sie eine komfortable Villa entwerfen. Mit römischem Bad. Hm. Und was wirst du tun, Olli? Zunächst müssen wir etwas Wichtiges besprechen. Cherie ist ein nettes Mädchen, oder? Reich. Charmant. Hübsch ist sie auch. Und wir sind doch Freunde, oder? Natürlich. Selbstverständlich. Ja. Schwört, dass wir uns wegen dieser Frau niemals entzweien wollen. Einverstanden? Einverstanden. Einverstanden. Jetzt macht euch salonfähig. Olli, wo ist das Sandpapier? Sandpapier? Ja. Wo es hingehört? Danke. Ah! Hilfe! Hilfe! Verzeihung. Danke. Verzeihung. Danke. Verzeihung.
Vielen Dank. Verzeihung. Danke. Verzeihung. Was ist mit euch? Hat man euch die Zunge abgeschnitten? Ihr seid so schön heute Morgen. Na komm, komm, setzt euch hin. Wollen sich die Hoheiten eine Sekunde gedulden? Sie hat extra Teller aufgedeckt. Und ein Tischtuch auch. Und Servietten. Sogar den Fußboden hat sie gefegt. Sie ist nett. Gehört das Bild einem von euch? Nicht, dass ich wüsste. Nein, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe... Das ist ein Bekannter von mir. Wir waren befreundet. Doch das ist schon lange her. Ich habe eine Überraschung für Sie. Sie werden staunen. Wir sind sehr gespannt. Was ist es? Fischsuppe. Haben Sie etwa den Hummer gekocht, der draußen angebunden war? Ja, er war so wunderbar. Mein Oskar! Oskar ist vergessen. Die vier haben sich eine Überraschung für Cherie ausgedacht. Sie haben ja ein Haus gebaut. Natürlich haben sie erzählt, sie bauen nur einen Geräteschuppen. Und heute soll sie dort Einzug halten. Das soll einen Geräteschuppen vorstellen? Es sieht aber gar nicht wie ein Geräteschuppen aus. Das ist ein Bungalow. Für Sie? Was, für mich? Ja, für Sie. Da haben wir Sie doch aber schön angeführt. Glaubten Sie wirklich, dass wir nur einen Schuppen bauen? Weil Sie nichts merken sollten, haben wir das Häuschen erst gestern Abend eingerichtet. Gehen wir hinein. Aber
Aber was kommt denn da? Es ist das Schiff des Leutnants Fraser. Wessen Schiff soll es sonst sein? Er hat diese neue Insel festgestellt und lässt nun Vermessungen vornehmen. Natürlich ahnt er nicht, dass Cherie auf dieser Insel ist. Im Vertrauen gesagt, auf der Insel sind große Uranerzvorkommen, auf Lateinisch Uranium genannt, aber davon weiß noch niemand etwas. Warten wir erst, was weiter geschieht. Da, er nähert sich schon ihrem Haus. Soeben bedankt sie sich bei ihren Freunden. Wie soll ich euch bloß dafür danken? Ich bin so glücklich. Bums, da ist er schon. Singen genügt dir wohl nicht. Jetzt musst du auch noch Theater spielen. Was spielt ihr? Schneewittchen und die sieben Zwerge? Das ist der Mann auf dem Bild, das ich euch gezeigt habe. Hör zu. Wahrscheinlich ist es eine Dummheit von mir. Aber ich gebe dir noch eine Chance. Du packst deine Koffer und kommst in 10 Minuten runter zum Strand. Und wozu das? Du willst doch gerettet werden, nicht wahr? Aber nicht von dir. Leutnant, wir haben etwas Wichtiges entdeckt. Ja, ich komme sofort. Also, zum letzten Mal. Kommst du mit? Nein. Wir dürfen ihn nicht aus den Augen lassen. Er stiehlt uns womöglich unsere Insel. Uranium. Auf der ganzen Insel. In Unmengen. Uranium? Wer hat diese Insel zuerst betreten? Wer war das? Lasst mich reden, Kameraden. Warum fragen Sie das? Um zu klären, welcher Nation die Insel gehört. Uns allen gehört sie. Aber natürlich, das bestreite ich auch gar nicht. Die Besitzer sind selbstverständlich Sie. Aber eine Nation muss das Hoheitsrecht ausüben. Und nach dem Völkerrecht wird dieses für eine Insel demjenigen Land übertragen, dessen Staatsbürger ihren Boden zuerst betritt. Der Staat hätte also auch noch ein Recht. Allerdings. Und wenn dieser Staat hier die Einwanderung untersagt? Dann hat das selbstverständlich Gültigkeit. Auch die Einkommensteuergesetze? Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Erbschaftssteuer. Weißt du, was Sie wollen? Sie wollen uns unser Geranium wegnehmen. Nur das ist es. Warten Sie doch hier bitte einen Moment. Wir sagen ihm, wir waren alle die Ersten hier. Da kann uns nichts passieren. Aber wir können doch nicht lügen. Antoine war doch als Erster hier. Es war eine furchtbare Nacht. So schon gut, schon gut. Ich bin es. Ich betrat als Erster die Insel hier. Bitte, Ihr Name? Antoine. Und wie noch? Antoine, Meister der Kochkunst. Staatsangehörigkeit? Ich habe keine. Er ist das, was man unter einem Staatenlosen versteht. Oder anders ausgedrückt, wenn die das ein Begriff ist, ein DP. Ja, er hat sich verloren und findet sich nicht wieder. Sie müssen doch eine Staatsangehörigkeit haben. Ganz meine Meinung. Das habe ich auch in jedem Affen gesagt, wo ich an Land gehen wollte. Aber mich wollte ja niemand aufnehmen. Seien Sie unbesorgt. Jetzt wird Sie jeder aufnehmen wollen. Ich werde über diesen Vorfall eine Funkmeldung durchgeben und dann wasche ich meine Hände in Unschuld. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Leutnant. Bitte die Herren von der Presse. Ist es wahr, dass eine neue Insel entdeckt wurde? Wir wissen schon Einzelheiten. Wem gehört sie? Bitte. Nicht alle auf einmal, meine Herren. Die Insel gehört niemandem. Vorläufig. Niemandem? 4 Schiffbrüchige hausen dort zurzeit, aber der Mann, der sie zuerst betreten hat, besitzt keine Nationalität oder besser gesagt, er ist ein Staatenloser. Folglich hat keine Nation das Recht, die Staatsoberhoheit der Insel wahrzunehmen. Ist es eine wichtige Insel? Wichtig? Auf ihr befindet sich das größte bisher festgestellte Uranvorkommen. Uran? Uranvorkommen? Nur einen Augenblick. Hier sind die Unterlagen. Bitte bedienen Sie sich. Dieser Beschluss wurde in allen Hauptstädten der Welt mit Erleichterung aufgenommen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass eine Regierung ihre Flagge auf dem Atoll K hissen wird. Die Flagge einer Regierung? Hast du das gehört?
Könnten wir nicht selbst eine Regierung bilden? Chiri hat recht. Ich lege euch jetzt eine Regierungsverfassung nieder, wie sie noch nicht verfasst wurde. Nein, ich bitte ihn an, Stanley. Die Verfassung wird außerordentlich kurz werden. Also, wir, die Bevölkerung, auf Krusoland? Auf Krusoland bilden hiermit feierlich eine Regierung. Was für eine Regierung wollt ihr? So wenig Regierung als möglich. Und möglichst wenig Gesetze. Und ohne Pässe. Pässe sind verboten. Gefängnisse auch. Und Gefängnisse. Ja. Kein Gestäub. Was? Keine Steuern. Oh, keine Steuern. Ich sag euch, das wird die vollkommene Regierung. Und ich setze hinzu, keine Gesetze. Und Geld ebenfalls nicht. Und für mehr ist kein Platz mehr. So, das nächste dürften jetzt die Wahlen sein. Ich wähle mich selbst zum Präsidenten. Und Stanley unterstützt meine Wahl. Aber ich habe die Insel entdeckt. Ich stimme für mich. Und du bist dafür. Nein, 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 nein. Giovanni stimmt für Giovanni. Der Wahlgang ist beendet. Chérie, zähl die Stimmen. Eine Stimme für Giovanni. Eine Stimme für Antoine. Eins, zwei, drei. Drei Stimmen für Oliver Crusoe. Der Präsident ist mit absoluter Mehrheit gewählt worden. Als Präsident von Crusoland will ich nunmehr meinen Ministerrat bilden. Chérie, Sie werden mein Vizepräsident. Oh, besten Dank, Herr Präsident. Antoine? Du bist mein Außenminister. Ich bin sehr geehrt. Giovanni, du bist Minister für öffentliche Bauten. Eine bessere Wahl konnten Sie überhaupt nicht treffen. Danke. So, das wäre alles. Und was bin ich? Stanley, du bist das Volk. Ich will aber nicht das Volk werden. Was, du weigerst dich? Du willst nicht das Volk werden? Damit bist du doch mehr als wir. Du meinst, ich sei eine Menge? Natürlich. Das hättest du gleich sagen müssen. Das konnte ich nicht wissen. Herr Präsident, jetzt müssen wir uns eine Fahne anschaffen. Giovanni hat recht. Eine Regierung braucht eine Fahne. Wie wäre das als Fahne? Das ist eine wunderbare Fahne. Ja, aber es fehlt das Regierungswappen. Wartet, ich habe eine Idee. Es ist unmöglich, in dem Haus was sauber zu halten. Mhm. Sieh dir das an. Na bitte. Ich sagte es dir ja gleich. Was bedeutet das? Das ist ja eine wahre Invasion. Was das bedeutet? Dann geht mal zum Strand. Hey,
aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Völker ist ihre Verfassung einstimmig ratifiziert worden. Sie wurde als vorbildlich anerkannt. Damit sind wir in der Lage, die Souveränität des neuen Staates Krusoland anzuerkennen. Ja, ja, sofort. Arme Anton. Das kann man wohl sagen. Na, wie geht's denn? Was habe ich zu zahlen? Nichts. Nicht? Hier wird nicht gezahlt. Wir sind hier ein freies Land. Hätte ich das gewusst, hätte ich eine ganze Flasche getrunken. Wie hast du eine? Gib ihm noch eine, Stella. Oh. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Gib das Zeug her. Ja, aber... Wie könnt ihr meine Ware verschenken? Ich habe sie zum Verkauf angeschafft. Gegen Geld. Es verstößt gegen unsere Verfassung, wenn wir Geld verlangen. Dafür gibt es auch keine Steuern. Ach, wirklich? Steuern interessieren mich nicht. Geld sollt ihr mir bringen. Klar? Geh aus der Schusslinie, Dicker. Gib mir eine Flasche Cognac. Welche Marke? Diese. Tut mir leid, Sie müssen die Flasche bezahlen. Wer sagt das? Er. Was wünschen Sie? Dich. Hände weg. Hören Sie nicht? Haha, es heißt doch, dass hier alles erlaubt ist. Als Präsident der Insel verlange ich, dass Sie das unterlassen. Unterlassen Sie das. Misch du dich hier nicht ein, du Suppenkasper. Ich werde Sie von der Insel ausweisen lassen. Bis nachher. Empfehle mich. Ich werde ihn ausweisen lassen. Das wäre ja gelacht. Oh, das ist nicht möglich. Warum? Wir haben kein Gesetz dafür. Sowas ist nicht so einfach. Es sei denn, wir ändern die Verfassung. Darf ich einen Vorschlag machen, verehrte Herren? Beruf den Ministerrat ein. Das ist ein guter Gedanke. Ja. Kommt. Das werden wir gleich haben. Volk, amüsier dich inzwischen. Wir sind gleich wieder da. Jetzt wird's draußen wieder ruhig. Das ist eben die Auswirkung meiner energischen Proklamation. Wer hat das verfasst? Hier, er. Ich erkläre Sie hiermit als verhaftet. Aber er ist der Präsident. Merken Sie sich das. Warum lässt du ihn nicht hängen? Da haben Sie mich auf eine ausgezeichnete Idee gebracht. Als Wahrer von Gesetz und Ordnung
verspreche ich euch einen kurzen, aber wirkungsvollen Prozess. Ihr reicht eure Verteidigung ein, um anschließend aufgehängt zu werden. Natürlich bei Sonnenaufgang. Danke verbindlichst. Was hat er gesagt? Wann hältst du endlich mal dein ungewaschenes Maul? Wird die auch aufgehängt? Selbstverständlich nicht. Dazu ist sie viel zu hübsch. Wenn Sie einverstanden sind, meine Gnädigste, werde ich Sie unter meinen Schutz nehmen. Meinen ganz persönlichen Schutz. Da kann ich nur Danke sagen. Ich traue meinen Ohren nicht mehr, Olli. Wenn du deinen Ohren nicht mehr trauen kannst, dann kannst du niemand mehr vertrauen. Bewacht diese Leute! Ich werde sofort einen soliden Galgen aufstellen lassen. Apropos, in meiner Eigenschaft als neuer Präsident brauche ich jetzt diesen Anzug. Wollen Sie mich begleiten, meine Teure? Aber natürlich. Also ich kann noch immer nicht meinen... Ach, halt dein Maul! Nach, ob die Wache noch vor dem Haus steht. Ich so... Ja. Du. Lass mich los. Geh. Tom. Das ging vorbei. Fliehen, schnell. Der Schwindel zieht bei uns nicht. Das ist kein Schwindel. Natürlich, wir kennen Sie jetzt. Wir sollen rausgehen und die Wache schießt uns nieder. Aber nein. Ich habe die Wachen erledigt. Mit diesem Stein hier drin. Oh. Ich folgte Alecto, damit einer von uns in Freiheit ist, um die anderen zu retten. Worauf warten wir noch? Kommt schnell. Nein, ich bleibe hier. Aber wir können Sie doch nicht hier lassen. Ich werde die Kerle in die verkehrte Richtung schicken. Ich danke Ihnen vielmals, ich... Aber nicht doch. Schnell! Macht doch, dass ihr fortkommt. Es ist jetzt keine Zeit, das zu erklären. Ihr müsst sofort hinter ihnen her, um sie zu fangen. Wissen Sie denn nicht, in welcher Richtung Sie geflohen sind? Zum Strand! Folgt mir! Da sind Sie! Mir nach! Hallo, zu den Zelten!
Was ist das? Hier findet uns niemand. Was meinst du? Er scheint müde zu sein. Was ist mit dir? Chérie! Ach! Es ist Chérie. Stanley, verzeihen Sie mir. Ich wusste ja nicht, dass Sie das waren. Was mache ich? Hier sind Sie! Stanley! Was, Sie? Wie haben Sie das gemacht? Das Mädel ist prächtig. Wisst ihr, wie sie es gemacht hat? Mit einem Stein im Beutel. Nehmt sie alle fest. Und sie geben das Zeichen zu dieser Sondervorstellung. Zum Dank für ihre Hilfe. Ohne die es mir unmöglich gewesen wäre, diese Gauner zu fangen, übertrage ich ihnen als Präsident die große Ehre, den Hebel zu bedienen, der diese Verräter in die Ewigkeit befördert. Das Mädel ist auch eine Verräterin. Sieh, wo er steht. Was sagst du? Sie hat uns niedergeschlagen und die Kerle entwischen lassen. Keinem Menschen etwas passiert. Jeder konnte sich natürlich retten. Das Atoll versinkt nur, so wie es aufgetaucht ist. Das haben die Atolle nun mal so an sich. Das verstehe ich nicht. Wir befinden uns genau an der Stelle, wo die Insel liegen müsste. Das Atoll ist also versunken. Und unsere Freunde sind dank des Galgens am Leben geblieben. Och, nein. Was meinen Sie mit nein? Ich möchte nicht, dass er mich rettet. Wieso nicht? Weil er viel zu spät kommt. Hallo! Unsere Erde ist wahrhaftig kein Paradies. Aber die Menschen freuen sich, darauf zu leben. Cherie Lamour und ihr Leutnant wollen wieder einmal heiraten. Hoffentlich geht es nicht wieder schief. Herr Standesbeamter, sprechen Sie ein Wasser. Wollen Sie Fräulein Cherie Lamour zur Frau nehmen? Natürlich, ja. Ausgezeichnet. Ihr Jawort genügt mir. Sie sind verheiratet. Ich bin weggelaufen? Ja. Giovanni kehrte in seine Heimat Italien zurück und da er zufällig keine Arbeit hatte, vernagelte er die Welt mit Brettern. Antoine musste wieder auf das Schiff, auf dem er schon jahrelang als Staatenloser gefahren war. Aber er wollte unbedingt an Land. Und in seiner Verzweiflung kroch er wieder in einen Käfig. Aber diesmal war es der Falsche. Doch wo sind die anderen beiden, Oliver und Stanley? Sie kamen endlich in den Genuss ihrer Erbschaft, das heißt den Rest davon, die Südseeinsel. Und dort, fern von den Sorgen der Welt, setzen sie sich zur verdienten Ruhe nieder. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Olli, das war wirklich nett von Fräse und Cherie, uns hier auf unserer Insel abzusetzen und uns mit allem zu versorgen, was wir zum Glück benötigen. Jetzt wird es endlich schön. Und denke dir, sie wollen uns immer mit Essen versorgen, alle 6 Monate.
Und so sind Sorgen und Kummer für uns vorbei. Ja, das ist jetzt das Paradies. Wir essen nur noch und schlafen. Ja, und niemand hat uns etwas zu befehlen. Hallo. Was haben Sie hier zu suchen? Was suchen Sie hier? Das ist unsere Insel. Das muss ein Irrtum sein. Diese Insel ist von der Regierung gepfändet worden. Was Schönes eingebrockt mit deiner Erbschaft. Wie konnte ich das wissen? Immer bin ich an allem schuld. Kann ich denn dafür, wenn ich ein Schiff und auch noch eine Insel erben muss? Ah!